Oh, ging schneller als gedacht. Da bin ich wieder. Zur dritten Folge habe ich gleich noch die Tasche gedrückt. Habe ich mir selber gedacht, warum? Ich Dummkopf. Was für Egal. Tasche? Die Tasche zum Aufnehmen. Da höre ich doch was. Ich achte jetzt mal drauf, wenn du den Kipper verkaufst, ob du dann mehr kriegst, wie wenn man Sofortverkauf macht, weißt du? Ich guck mal nochmal Sofortverkauf. 19 und 15. Chill mal, chill mal. Ja, ich chill schon. Ja, genau. 15, 7 noch, was ist der? Wie viel? Wie viel steckt der hellgrüne? Warte, 15, 7, 45. Ja, und hier 18, 9. Ah, okay. Also, was meinst du? Den können wir auf jeden Fall hier nicht mehr höher machen. Der ist nämlich genau gleich hoch. Naja. Wie, naja? Geht schon noch ein bisschen was. Was laberst du? Bist du besoffen? Alter, Der geh mal ist wie in. du. Ja, aber du weißt schon, dass da voll die Bordwand an der Seite drauf kommt. Guck mal, der ist fast so hoch wie hinten und hinten ging der nicht mal richtig drüber. Wenn ich da Ja. jetzt eine Bordwand hinmache, die nächst höhere, dann geht es niemals. Ja, okay, dann lassen wir es so. Also das wird nicht reichen. Du hast ja jetzt trotzdem das gleiche Volumen wie die anderen zwei, kann ich sagen. Wo ist das Ding? Zum Teufel. Ja, guck mal, jetzt haben wir wieder 92. Passt doch. Den Jaskin finde ich aber halt brutal hässlich, muss ich mal ehrlich sagen. Finde ich nicht. Das Kackgelb da. Gab nichts anderes auf dem Markt, was unseren Ansprüchen entspricht. Also ich finde den jetzt nicht so hässlich. Ja, es ist ja auch. Der muss ja auch das erfüllen, was er soll und nicht gut aussehen eigentlich. Gefühlt habe ich mich verfahren. Nee, passt schon. Wie blinkt man? R1 und Richtung. R1. Ja. Ah, ich dachte L1. Ah, okay, das geht eigentlich richtig geil mit dem Lenkrad. Wo ist denn das Ding? Ist das schon hier? Nein, nein. Ah! Da hat auch keine Maus mehr zwischen Basti. Ja, wenn du aufhörst auf. Du weißt schon mindestens eine Fahrzeuglänge von deinem hässlichen Gespann Abstand lassen. Aber das ist, glaube ich, für dich ein Fremdwort. Ich hasse es schon im echten Straßenverkehr, wenn die Leute keinen Abstand. Das Dämlichste, Alter. Lass doch drei Autolängen frei. Nein, ich fahre auf 2 Meter hin. Was habe ich jetzt gewonnen? Wenn der vordere bremst, hänge ich ihm hinten drin. Alles gut? Keine, Alter. Wenn du Formel 1 fahren willst, dann tu Formel 1 rein und nicht Landwirtschaftssimulator. Was ist? Ich hab doch nur gelacht. Ja, passt doch. Ich meine nur, weil du immer auf Wettrennen machst, gefühlt zumindest. Vorher auch. Hauptsache schnell los, mein Bulldog ist langsamer. Ah ja, Ja. wir müssen ja arbeiten. Ja schon, aber
muss ja hier nicht Wettrennen fahren. Wenn ich realistisch fahre, dann fahre ich auch nicht mit 50 auf dem Waldweg, weil wenn du das in echt machst, dann häng ich mit dem Hirn im Dach fest. Das wäre witzig. Der saß bei 50 auf dem Kotflügel, Alter. Wusste sich nicht mehr zu helfen, Alter. Dich hat's einen Feuchten interessiert, Alter. Ja, ich hab einfach vergessen, dass da einer sitzt. Sag mal mal so, wie es war. Au! Der Arm ist ja nicht mal. Was? Ja, ich dachte, weißt du, der Arm, der wäre schon. Würde man sich melden, wenn man ihn unboxt, aber dem war nicht so. Jetzt wollen wir ja eigentlich hier abholzen. Also ich sag mal, Halle brauchen wir hier jetzt eigentlich nicht unbedingt, oder? Nö, bis jetzt nicht. Hier hat's mal, oder? Man, ja. Ja, ja, aber wohl. Sollen wir das hier so stehen lassen erstmal noch, oder? Ja, lass doch erstmal so. Ich tu mal kurz hier dann die Baumstümpfe entfernen, oder? Ja, genau. Weil die nerven. Ja, aber warte mal, da fliegt jetzt ja ein Baum drauf. Ja, warte, ich tu die aber trotzdem, weil sonst können wir hier nicht gescheit fahren, Alter. Oh, es geht ja. Ich find's eigentlich schon gut, wenn wir den kleinen Fendt hier noch haben, ehrlich gesagt. Ja, ich probiere jetzt auch mal was. Wir brauchen jetzt ja auch das Geld nicht, weißt du, von dem her. Er muss ja nicht weg. Das würde uns ja jetzt nichts bringen. Einfach drauf fahren und da drauf ablassen, oder? Ja. Muss ja meistens auf zweimal machen, also nochmal, weißt du, dann. Nochmal abdrücken weiter. Hey, der ist direkt verschwunden. Ja, manchmal so, manchmal so. Ich sag dir ganz ehrlich, die haben das Spiel schon richtig geil gemacht jetzt. Auch wenn klar nicht alles perfekt ist, aber so die Maschinen an sich detailgetreu, was es für Auswahl gibt, das mit den Mods noch und so. Und jetzt überleg mal, klar kann man noch so viele Detailsachen verbessern, aber so insgesamt brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt so ums Verrecken, dass du jetzt sagst, ich brauche jetzt einen neuen LS, so, gell? Nö, eigentlich nicht. Das war's, glaub. Ne, hier ist noch einer, oder? Guck mal, wie findest du die Mulde optisch? Ich finde, das sieht schon geil aus. Das Gespanne. Das sieht mega aus, Alter. Ding da. Das sieht so richtig nach Hackschnitzel aus, finde ich. Das ist für mich so ein originaler Hackschnitzel-Wagen. Braucht man den Frontlader? Brauchst du hier was? Kannst mal. Oder soll ich da was von Hand tragen? Du kannst mal versuchen, die ganzen Bäume drauf zu schmeißen. Mhm. Ha? Mhm. Weil jetzt hat das Ding hat vorhin nicht runtergeklappt, weißt du? Da vorne. Was meinst? Da wo du den Arm einhängst von dem IT-Runner. Ach so, das meinst. Aber die Gabel hier oder die. Ding ist richtig geil. Ist geil. Sieht gut aus, lässt sich top bedienen und
Aber ich müsste die eigentlich von der anderen Seite packen, weil die. Eigentlich sollte ich ja die große Seite von dem Stamm zuerst reindrücken, gell? Ja, von hier, Wie, von von so wie welcher ich stehe. Seite muss ich es dann nehmen? Von hier. Ja, gell? Jetzt kann man nämlich hier auch gescheit fahren. Das ist richtig geil jetzt, dass wir hier jetzt schon so eine Fläche freigeschafft haben. Das hört sich so geil an, wenn du von Weitem so deine Motorsäge hörst. Richtige Waldarbeiter. Ja, jetzt muss ja hier mal Geld in die Kasse spulen. Ja, Mann, der Baum. Der hebt den Baum richtig geil, Mann, mit dem, mit der Zange. Das Gewicht hätte noch ein bisschen schwerer sein können. Aber Ja, okay, aber das ist jetzt ja auch ein Bigfoot-Baum, wenn du gleich ja, den das, größten ich, da das genommen passt hast. schon. Ich meine, wie du sagst, das, bei so einem Baum ist auch jetzt nicht verwerflich, wenn der Ja. Fendt mal hinten ein bisschen, wenn zwischen denen geschwind hin und mal das Rad wechselst. Ist das Ding an, oder? Weil das kann man so schwer einschätzen, ob das vorbei reicht. Alter. Das ist Augenmaß, würde ich mal behaupten. So. Das wäre jetzt brutal, wenn er den reinzieht. Alter. Guck, 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 guck. Ich kann nicht, bin gerade voll im Entarschtfieber. Ah, warte. Auf jeden Fall zieht das Ding hier schon mal die Bäume deutlich besser rein wie alles andere. Super. Ja, super, gell? Der hat ihn gerade vorbei. Ich muss den bisschen runterdrücken hier. Muss den hier ein bisschen runterdrücken. Da. Nämlich. Aber der zieht die Bäume echt gut rein. Das war jetzt nur, weil der so schräg stand. Aber die kannst du jetzt echt top greifen. So. Was für ein Megamüll. Was ist? Ja, der Fendt hier, das ist scheiße, der macht dann immer die Türen auf und zu. Ja, ich weiß. Es regt mich auch auf, dass die das mit der Steuerung so dämlich gelöst haben. Dass die nicht, Ups. wie soll ich sagen? Oder was heißt, wie soll ich sagen, dass die nicht das mit den Türen irgendwie anders gemacht haben? Auf jeden Fall. So, jetzt lassen wir den mal hier stehen. Guck, ich bleib jetzt so stehen, dann kann der nicht wegrutschen. Das wäre nämlich jetzt bei sowas ist das viel, wäre es viel besser, wenn du die Seitenwände hingemacht Guck hättest. mal, guck mal, guck mal. Ich leg meinen Controller auf den Tisch. Passiert. Fährt einfach den Arm, den Frontlader hoch und runter. Weiß nicht, was da los ist. Ei, oh, Junge.
Ja, was? Lass ab, dein Frontlader. MT Gaming Stream, servus, alles klar? Hätte ich dir vorher ein Gewicht. Ne, wir haben nur das eine Gewicht. Jo, auch alles fresh. Bissle Holz machen, aber ich. Der Winter ist ja da, wir brauchen Brennholz. Ja, PS5, aber. Also vom Spiel her ist da eigentlich, glaub, nichts anders. Oh. Also bei dem LS gibt's kein Update für PS5, dass es jetzt besser aussieht oder so. Ich glaube, dein Kipper ist bald voll, gell? Weiß nicht, ich wollte auch gerade gucken. Es sind zwei Bäume drin, oder? Ne, drei, glaub. Ne, du bist einmal gefahren, ich einmal. 70%. Hab ich gesehen. Wie er gleich sagt, hab ich gesehen. Ja, wenn du nonstop irgendwo hängen bleibst, also dann heißt wo, wo. Ja, hier, zu dem stehe ich gerade, aber sonst heute hier. Wie oft bist du mir vorher hinten reingedonnert? Nicht einmal. Kannst du in meinem Video gucken dann. Nicht einmal. Ja, das guck ich auch. Und wenn du mir einmal reinfährst, dann melde ich dich. Okay. Aber ich bin dir wirklich nicht einmal. Das war einmal wirklich, da hat... Junge, das ist so geil hier, der Häcksler. Der ist gleich voll, Junge. Ich hatte gerade mal kurz zwei Bäume reingedonnert. 83% geht schon noch. Guck mal, wie schnell das jetzt so geht. Gestern, Alter, hatte ich jetzt schon meine Augen. Der eine hat nach rechts oben geguckt und das andere nach links unten. Ich hätte echt nicht gedacht, dass da sowas Geiles als Mod gibt. Die hängen ein bisschen blöd hier. Komm, dann nehme ich den einen mit Hand. Alles gut. Kannst du den? Ach so. Ich kann den auch so jetzt schnappen. Na egal. Aber ich würde trotzdem bei dem Ding dann noch vielleicht die Seitenwände mal hinmachen. Dann kannst du da nämlich richtig reinklatschen. Ja, können wir mal. Wir können es jetzt zwar noch ein bisschen beobachten, weil bis jetzt ist ja nur am Anfang einmal einer rausgerutscht. Aber, weißt du, da musst du die auch nicht so akkurat mit... auf Krampf so akkurat halt reinlegen, ja, sag mal so. Oh. Guck mal, wie geil der die reinzieht, Mann. Und das scheiß Ding gestern, der hat ihn einfach den scheiß Baum nicht reingezogen. Aber guck mal, siehst du, der rutscht jetzt gleich runter am Rand. Ich würde mal sagen, dein Kipper ist bestimmt voll, oder? Jetzt habe ich einen zweiten nach da. Ha? Guck mal. 100%. So, YouTube, dann war es das jetzt mit der Folge. Sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Aber erst, wenn ich wieder zurück bin, beziehungsweise wenn ich dann beim Hackschnitzelgott ankommen bin. Hieß das so? Ich glaube schon. Bis dahin macht's gut.